herzlich willkommen bei den Tommys. Wie versprochen, Mirko. Jo. Machen wir eine Sandwich aus dem Bison Brisket. Ja. Na? Genug haben wir ja zur Auswahl. Das steht voll, wa? Na? Wie das geht? Zeig mal euch. Zutatenfreunde. Bison Brisket vom letzten Mal. Ja. Da haben wir hier Pinienkerne, Sonnenblumenkernmischung, ein Chinakohl, Instantnudeln, welche auch immer, mit Ente oder Huhn. 50 Liter Wasser. Salz, Pfeffer, Knoblauchmischung, ein Spritzer Tafelessig, ein paar Scheiben Toast für die Mayo, ein Ei, Spritzer Zitrone, Öl, Zwiebeln nachher noch zum Belegen, braunen Zucker, ein Spritzer Senf, bisschen Meerrettich und ein paar Scheiben Käse. Pürierstab, eine Schüssel und eine Feuerplatte. So Freunde, auf zum Chinakohl. Den schneiden wir in so dünne Streifen wie möglich. Der ist gewaschen, die ersten Blätter sind abgezogen. So würde ich denken. Lass mal's. So, dann auf in die Schüssel. So, Freunde, das Rezept ist genau dafür ausgelegt, wie wir das jetzt machen. Mit zwei so Tütchen. Wir nehmen immer Huhn und Ente gemischt. Auch das Dressing. Auch das Dressing ist für... Ja gut, die wissen, wo wir herkommen. Ja. So, also wir haben jetzt bloß die Nudeln in die Chinakohl gegeben, nehmen jetzt das Wasser, ne, Mirko, und rühren genau. Da jetzt ein kleines Dressing an oder was? Na, er nimmt kaltes Wasser, sonst fällt der Salat zusammen. Wer will, kann das Scharfe noch mit reinmachen, aber die Chefin schwarz. Hat gesagt, so wird es richtig gemacht und so müssen wir es auch machen. Ja, also wir machen genauso Manche viel. Liebe Grüße an dich, wenn du zuguckst. Ha? Ja, wir machen genauso viel Essig wie Öl. Thomas, wir brauchen noch Öl. Nö, haben wir da. Und weißt du, warum wir das da haben? Weil wir die Feuerplatte haben, da brauchen wir immer Öl. Also Wasser und Öl im selben Verhältnis. Das sind 75 Milliliter. Wir haben jetzt Pflanzenöl, Sonnenblumenöl. Und das machen wir das Glas voll. Das sind dann genau 150. Pfeffer, Salz. Ruhig reichlich würzen. Na klar, ist viel Salat, ja, ist ein Strand am Ende bis jetzt. Nur Salat und Nudeln. Und Essig. Das sind jetzt 3 Esslöffel. Können wir so drüber laufen lassen. Wir mögen es 1, 2, 3. Wir mögen es immer ein bisschen saurer. Schütteln wir gleich mal. So, jetzt kommt noch der Zucker, weil wir wollen ja süß-sauer. 3 Teelöffel. Nochmal schütteln. Schön verrühren alles. Wichtig, kosten. Immer ein bisschen saurer, weil das zieht ja ordentlich nach. Mir gefällt so. Dann lassen wir es so. So lassen wir es. Und jetzt hier dran kippen. Unterrühren. Halbe Stunde stehen lassen. Dann sind die Nudeln weich. So, jetzt machen wir unsere Mayonnaise Mayo. 200 Milliliter Öl. Also Meerrettich Mayo. Ja, was habe ich gesagt? Mayonnaise-Mayo. Mayonnaise-Mayo? Nein. So. Pfeffer, Salz, Knoblauch machen wir hier drin. Teelöffel. Meerrettich. Ich würde heute mal sagen, 2. Oder? 2,5. Wir wollen es scharf haben. So. Senf. Gucken wir mal hier, dass es nicht so... Ploppt. Ungefähr wie viel ist Mirko? Na, eigentlich auch ein Esslöffel. Okay, das war's. Ja, das war. So, und dann langsam hochziehen. Kennen wir ja. Hochziehen, Freunde. So,
So, abschmecken. Und? Mhm. Hat Bums? Wenn du noch ein bisschen mehr. Dann mach mal. Nee, jetzt kommt's, warte. Naja, es darf nicht mehr richtig. Ja, da hat es doch richtig Meerrettich, also kein Sahne-Meerrettich. Da ist schon. Du bist der Chef mit Mayo. Sag so, einfach. So bleibt's. So, wir rösten jetzt unsere Bienenkerne an. Hau immer die Platte ein bisschen ab. Und wir haben noch was im Feuer liegen. Das ist so ein Sandwich-Eisen. Ein Petromax. Ja, dann wandert mal ganz kurz auf der anderen Seite. Aus Qualm. Ja, wie gesagt, das Petromax-Eisen für das Toast. Das Licht im Feuer. Damit werden wir unsere Toast antoasten. Öl drauf. Und einen halben Schritter von den Pinienkernen. Rösten wir jetzt hier schön an, ja? Ja. Wir haben ja Zeit, und die langsam anrösten. So, wir schneiden jetzt noch unseres Brisket in Scheiben für den Sandwich. Zwei Mann, vier Scheiben, oder Mirko? Das geht auf. So, müssen wir erst klarstellen. Der Chef kam raus und dann ist erstmal zurechtgewiesen. Das ist erstmal ein Nussmix, also ein Kernemix. Sesam dabei, Kürbiskerne sind dabei, Mirko, ja? Mhm. Und? Nicht Pinienkerne, sondern Sonnenblumenkerne. Sehen auch fast genauso aus. Könnt ihr auch nehmen, Pinienkerne. Nehmt einfach einen Kernemix. Röstet den schön an, in der Pfanne oder auf der Platte. So, das haben wir geklärt, ja? Und das Brisket, die Scheiben legt man an den Rand, wo es nicht so heiß ist. Und lass es langsam anziehen bei Temperatur, dass es nicht so kühl ist und es im Sandwich keiner kalt ist. Die Mischung ist angerüstet. Haben viel Farbe bekommen, deutlich sehen sie aus. Die schieben wir uns jetzt hier mit rein. Den Salat. Mengt das schön durch. So, jetzt haben wir unser Brisket runtergenommen, ist warm. Und wir hacken das so ein bisschen klein in kleine Schnitzel. Das musst du noch schneiden, ja? Eigentlich nicht. Aber es ist einfach zu heiß mit der, so einer Hand. Wir nehmen jetzt ein bisschen Mayo, ja, auf die ganzen Toastscheiben drauf. Und verteilen das. Schmieren das schön breit. Entschuldigung, drüben ist die Geburtstagsfeier. Ja? Deswegen haben wir ein bisschen Besucher da nebenan. Muss auch sein. Hm? So, jetzt nehmen wir unseren leckeren Salat. Und jetzt kommt unser lecker Brisket drauf. Kommen nur auf eine Seite. Jetzt machen wir Zwiebelscheibchen oder Ringe. Geben wir jetzt auf das Fleisch. So, jetzt machen wir hier unsere Scheibe drauf. Und jetzt kommt unser Sandwich-Eisen. Mirko, komm mit. Warte. Packen wir hier rein. Sag mal, ich nehme jetzt einfach mal Rockereisen, ja? Das ist aufgeheizt. Packen wir mal ganz kurz. So, wir schauen uns nochmal an. Ich denke mal, jetzt wird es gut sein. Genau. So ist der Plan, ja? Und immer ein bisschen, Öl reinmachen. Eins von Mirgi noch. Und von Mirgi noch eins, genau. Der hat nämlich Qualm. Genau. Ist eigentlich ein cooles Gerät, macht so viel Spaß. Übrigens das Brett, mega geil. Danke Galliguck und Wood auf YouTube. Link hier oben. Komm los, Prost. Ich könnte nicht küssen, Logo. Nicht vor der Kamera, oder? Mhm. Machen wir nachher. Mhm. Cool. Einfach nur geil. Mhm. Bis bald wieder mal. Macht's einfach nach. Eine mega geile Sache, oder? Macht's gut. Mhm.